Fackelst du auch aus, Flinny, oder reißt du nur das? Ich gucke erstmal, dass ich so diesen Eingang da reinbekomme. Okay. Aber ja, wir können gerne ausfackeln. Ich kann gerne ausfackeln. Ich frag einfach nur. Weil theoretisch brauchen wir es eigentlich nicht. Es geht wirklich um einiges schneller, cool. Hm. PS, wenn ihr Shift gedrückt haltet mit einem Builder's Wand, falls ihr es noch nicht wisst, dann macht ihr nur die Reihe. Dann geht ihr halt nicht über Eck oder ähnliches. Wusste ich natürlich. Glaube ich dir auf der Stelle gar nicht. Ey. Naja, aber das ist eigentlich echt interessant zu wissen. Das wusste ich noch gar nicht. Oder jetzt mal ernsthaft, Flinny, wusstest du das oder nicht? Nein. Okay. So. Ja, Deckel kannst du auch ruhig aufreißen nehmen. So. Die werden definitiv sterben, bis sie unten sind. Ausgeleuchtet hier mal. Wollen wir Fans eventuell als Autocrafting-Rezept einspeichern? Du brauchst pro Spawner einen Fan, mehr brauchst du nicht. Sicher? Ich wollte sonst zwei Stück nehmen. Beziehungsweise drei. Kannst du ja mal in die Ecke reinstellen und Monster spielen. Hast du einen Fan gerade? Ja, und Etage war. Welche Etage war denn das jetzt? Antost, ja, oder? Nein, nicht ganz. In seinem drüber. Hier, bei mir. Guck in die Wand rein. Das ist nicht eins da drüber. Hey, oh Gott, ich muss in jedes Ding ins Reim befacken. Ja, wie in jedes Ding. Oh Gott. Hey, wenn du dich hier in die Ecke stellst, hast du gar nichts. Ja, das meine ich ja. Da würden aber theoretisch drei Stück reichen. Ja, theoretisch links und rechts eine. Ja, oder so. Stimmt. Wird in der Mitte nicht. Du musst es hier jeweils eine. Hier, jetzt gerade in diese Zwischenräume. Nö, hier einfach. Dann wirst du ja zur Mitte gedrängt. Dann wird der noch. Ja, sobald du hier stehst, bist du ja beeinflusst. Ja, theoretisch kannst du da links und rechts hier was eins hinstellen, oder hier hast einen du denn? Und hier einen. Probier mal aus. Reicht. Weg. Wir lassen die Steine einfach mal eben weg. Hier, sorry. Hier stehe. Ja, hier ist ja theoretisch die Wand. Hier, wo ich jetzt bin. Ja, ja, so passt. Wenn du was bis vorne durchgetragen hast. Ja, so. Da ist jetzt, darf wir dann nochmal die Wand rausrotten. Wenn ihr die Mitte bitte in der Fackel reinstellen, ansonsten haben wir Rückklemmmonster drin. Ne? Ja. Aber ich brauche halt entweder Fans oder ich reiß nur auf. Eins von beiden. Du hast ihn eigentlich hier schräg gestellt, ist es gewollt? Stellen sich manchmal automatisch schräg. Kannst ihn aber gerne wieder gerade stellen. Na, wenn, dann würde ich sagen, wir versuchen die alle gleich aufzustellen. So. Ahaha, hier haben wir noch eine tote Stelle. Multi. Warte kurz. Wir müssen drei hinstellen. Wo hast du denn eine tote Stelle? Wenn du die beide einen zur Mitte stellst, dann sollte das reichen. Ja. Und jetzt würde der Zombie genau die ganze Zeit auf den Block drauf stellen. Ja, warte mal. Ich will mal ausprobieren. Was ist, wenn wir die einfach so hinstellen? Das meint Flinny wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ja, so klappt's. Ja, wenn wir schon eine Monsterfalle bauen, können wir auch eine richtige bauen. PS, was sagt die Uhr? Oder wie spät ist es? Tick, Tack, achso. 49, 48. Gut, das ist doof. Das heißt, wir müssen jetzt endlich. 14:11. Ja. Das gefragt, wie spät ist. Oder wollen wir eben schnell einen Cut machen und einfach hinterherhängen, fertig? Wie einfach schnell einen Cut machen? Ja, wir haben 48 Minuten. Hinter. Ja. Du weißt, was als nächstes kommt. Deswegen hier. Oder wir fangen da jetzt mit an, eins von beiden.
Ach du Scheiße, komm mal hier runter. In der Etage. Dann stell dich mal hier hin. Warum? Du hast hier den Fan-Effekt noch. Okay, das heißt, der wird immer schneller. Eventuell sollten wir von unten einfach anfangen. Ja, vielleicht eine gute Idee. Ja, ich reiß auf und platziere Fackeln, du die Fans, okay? Aber wir machen halt mal einfach ein paar 20 Minuten Folgen. Mir egal. Wie bei Gronkh, ist das dann 199.2? Ja. Also du darfst auch gern wieder zubauen, ja, nur so nebenbei. Oder nee, lass sie am besten auf, dann wissen wir, wo wir schon waren. Ja, musst du sagen, Flinny. Mir ist es egal, das weißt du. Okay. Ja, können wir machen. Okay, das heißt, wir können 60 Minuten aufnehmen. Boah, in 12 Minuten sollten wir es eigentlich hinkriegen. Ja, das Tor ihr schon gebaut habt. Ja, am besten einfach auflassen. Ah. Dann verwechseln wir es nicht. Kannst ja auch mit vorbereiten. Ihr zieht da immer einen kleinen Extra-Boden rein, ja, ne? Und halt in der Mitte die Fackel auch schon mitsetzen. Dann braucht Multi nur die Fans setzen. Achso, in der Mitte dazwischen habt ihr eine Fackel stehen. Oh Gott. Ja, weil wegen Monster und so. Das nervt ja auch nur ganz minimal, die Fans. Du wolltest die unbedingt benutzen. Ich hätte auch Conveyables benutzt. Du hast gesagt, wir sollen Fans benutzen. Richtig. Ich hätte aber auch Conveyables genutzt. Da seid ihr doch schon. Ja. Oh, hier wurde die Wand gar nicht reingezogen. Oder haben wir die irgendwann rausgerissen? Ich hab die ganzen Wände rausgerissen. Ach so, okay. So, vor allem wir haben jetzt wirklich gleich eine komplette Monsterfalle schon fertig. Bin mal gespannt, wie viel Mob-Essenz die abwirft. Alter, die Dinger zubauen ist ja so... Gott! Ja, dann lass es erstmal offen. Dann wissen wir wenigstens definitiv, ob wir jetzt überall haben oder nicht. Nein, verbaut. Wie viel haben wir denn noch? Zwei Etagen, okay. Dann müssen wir gleich nur entscheiden, welche Monster-Spawner wir hinsetzen. Auf jeden Fall Zombies halt. Klassisch und so. Alter, wie die Blöcke wegschießen. Ja, vor allem das wird nach oben hin ja immer schlimmer, oder? Es wurde in der Mitte immer schlimmer. Hä? Weil die Sachen addieren sich ja sogar. Ja, meine ich ja. Gott. So. Ach, sind wir fertig? Ja. Haben wir vielleicht noch Fans im E-System oder so? Ich hab noch welche einstecken. Kannst du ein paar ins E-System schmeißen? Eine Klemme, hm? Oder nee, ich kann ja zubauen. Ich baue zu, du platzierst bitte. Oder so. So, und hast du schon zugebaut? Ich glaube, wo zugebaut ist, sind auch Fenster. Okay. Ja, das ist wirklich nervig. Endlich übernimmt ein anderer Spaß meine Aufgabe. Ja. Stimmt, der Praktikant muss das eigentlich machen. Der muss die Scheißaufgaben kriegen. Ja, ich habe doch jetzt wieder ein paar Sachen da. Ich bewerte die Firma dann aber schlecht. Wisst ihr schon. Ich weiß nur, dass mein Jetpack gleich leer ist. Ach, Praktikanten haben eh nichts zu sagen. Ach, Praktikanten gehen auf der anderen Etage. Cola klauen. Ja. Da muss ich schon Boss-Ingbo. Praktikum machen. Die haben da so zwei Etagen übereinander. Meint der Typ irgendwann so, ja, geh mal bitte unten auf der unteren Etage da in der Küche ein bisschen Cola holen. Oder ein bisschen Cola klauen. Weil wir selbst nichts mehr hatten. Ja, stimmt, du warst ja vor kurzem im Praktikum. Nein, nicht vor kurzem. Oder ist schon was her. Ja, war ich komplett fertig, ja. Nee, du musst hier jetzt noch komplett. Ja, die Etage drunter hast du geguckt. Aha.
Wenn man sich in eine Ecke reindrückt, ist es gar nicht so schwer. Quantum Hose hat seine Vorteile. Ja. Ja gut, Finny, dann mach du fertig, dann suche ich schon mal die Spawner raus. Ich hab die, die wir schon mal aufgestellt haben, alle einsteckt. Brauchen wir die, können wir auch nicht kaputt machen. Hätte sie mir das näher sagen können. Also wir haben Skelett, ich hab jetzt ein Backpack Zombie, voll mit Dollies. Ja, wir haben Skelett, Zombie, Spinnen und Cave Spider. Von jedem zwei Etagen, oder? Oder ich... Ich glaube, das wird spannend hier rein. Oder alles Mischmasch. Das ist alles so, Gott. Weil wir haben vier verschiedene. Dann nehmen wir von jeder Etage vier verschiedene. Was haltet ihr davon? Ist das schon irgendwie ein bisschen sortiert machen, oder? Ja, ich wollte einfach, so gesehen, jede Himmelsrichtung ein Spawner-Typ. Wer darf denn nach Mecca beten? Ja, oder halt jeweils zwei Etagen einen Monster-Spawner-Typ. Ist mir egal, müsst ihr sagen, was ihr besser findet. Ach, pro Etage, das passt. Okay. Eventuell sollte ich mit den Spinnen anfangen. War vielleicht nicht schlecht. Dann werden die von den... Wenn wir da vielleicht hier unten die kleinen Grinder oder so noch hinstellen? Hä? Die kleinen Grinder? Was für kleine Grinder? Gleich einen Grinder hinstellen. Weil wenn dann hier die ganzen Mobs runterklatschen, ist das auch so. Ach so, ja, könnt ihr theoretisch schon machen. Da, jetzt können wir den Grinder auch einfach hier etwas höher hinstellen. Nö. Jetzt ist das Problem. Innen unten. Aber... Gott. Weil die sterben, von der obersten Ebene sterben die so oder so. Wir müssen da irgendwas zwischensetzen. So, ist auch überhaupt nicht nervig, die Spawner zu platzieren. So, dann die normalen Spiders. Wer nimmt freiwillig gleich die ganzen Fackeln raus? Ah ne, wir haben ja eh eine Magnum-Torch stehen, oder? Ja, gut, ja, dann ist das ja langweilig. Also, Multi, du kannst hinter Flindy. Ihr spawnt aber auch irgendwo schon was. Hoffentlich nicht außerhalb. Stimmt, das sollten wir eventuell mal ausprobieren. Wo ist die Spinne hin? Nehmen die Magnum-Torch mal weg. Mal kurz, wo war hier gerade die Spinne? Ich habe jetzt schon ein paar Fackeln weggenommen, das weiß ich. Dann platziere die Fackeln bitte wieder hin. Magnum Torch ist weg. Gut. Weil dann wissen wir, ob Dings ist. Ob die auch außerhalb spawnen. Weil ich habe irgendwie im Kopf, dass die 7x7 haben. Die spawnen, ja, die spawnen außerhalb. Wo wollen die? Außerhalb. Oder in der Wand zumindest. In der Wand? Ja, du musst mal hier rauskommen. Ja. Ab und zu fällt dir einfach eine Spinne draußen runter. Oder Zombies. Ja, dann haben wir das ganze Gebiet hier zu klein gemacht. Jetzt ist mal einfach noch eine Wand draußen dran. Entweder das oder... Ich baue das Ding nie nochmal um. Also wir das vorher prüfen sollen. Der Rot ist falsch. Ey, ist das lustig, wenn hier ab und zu ein paar Monster runterfallen. Das wird wahrscheinlich immer mehr, was die Monster runterfallen, oder? Obwohl ich jetzt die Magnum Torch wieder dastehen habe. Ja, ich muss aufpassen, ich habe gleich keinen Strom mehr. So, kann mal einer von euch überprüfen, ob ich jetzt überall richtig habe? Ich muss mal kurz meinen Jetpack aufladen. Wir sollten hier einen Energetic Infuser hinbauen. Oh fuck. Tommy, würdest du mal bitte deinen Allerwertesten hier runter bewegen? Ich würde gerne hier weiterbauen, danke schön. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 58 Minuten. Ja, dann müssen wir gleich aufhören. Ich wurde schon angeschrieben und angemeckert. Z.
So. So. Ja, dann lass uns das mit dem Grinder nächstes Mal machen. Oder? Das ist irgendwie ganz lustig, wenn ihr ab und zu mal wieder Mods. Ja, ich will mir das gleich auch noch angucken und dann. Die klatschen jetzt alle schön auf eine Fläche. Warum? Sollen alle sterben? Ja. Die klatschen auf die Fläche und sterben. Ich meinte ins Void fallen, Entschuldigung. Ja, mein Mob ist dann. So. Willst du jetzt ernsthaft hier komplett alles hochziehen? Ja, ich ziehe jetzt einfach bloß eine zweite Wand hier hoch. Okay. Alter. Mit dem Builder's One geht das so schnell, man muss halt bloß gucken, dass keine Monster im Weg sind. Oder Praktikanten. Ja, Flinny, ziehst du die untere Wand? Ah! Okay. Eventuell sollten wir die Magnum Torch, habt ihr die schon wieder aufgestellt? Ja. Trotzdem spawnen noch welche? Ja. Weil es nicht bis hier hoch geht. Liegt an der Höhe, die spawnen einfach bloß ganz oben. Okay. Oder fast so ganz oben. So, wo hast du jetzt überall schon eine zweite Reihe drum gesetzt? Hier noch nicht. Linke Seite muss man komplett. Setzt du am besten unten mal eben den Rahmen komplett rum. Du weißt. Du weißt ja schon, wo das ist und wo nicht. Hast du schon eine doppelte Wand? Ja. Ne, hier hast du noch keine doppelte Wand. Ah. Hier muss auch noch einmal rum. Ah. Ne. Magnetflipperer weg. Ja gut. Hier ist schon. Ich find's irgendwie ganz geil, wie die fliegen. Hä? Bin ich jetzt blöd oder? Gott, dann mach du das hier besser, Ping. Ne. Hier muss auch noch. Ich wusste nicht ab hinten dran, ob du bei den Fenstern brauchst, weil dort spawnt zurzeit nicht. Wegen. Ja doch, wenn, dann müssen wir überall. Also unter den Fans hast du generell noch nicht, oder? Nein. Ah, okay. Theoretisch dürfte das aber auch reichen, oder? Vom theoretisch, Platz ja. Her. Theoretisch müssten wir erstmal so die Wände, die Seiten ausprobieren. Ach komm, machen wir gleich alles eben schnell hoch. Wenn Flinny mithilft, geht das ja schnell. Ich habe keinen Bock mit Bilderswand zu arbeiten. Das laggt wie Scheiße bei mir. Echt? In Form von, du klickst, du darfst 1000 Mal klicken, so ungefähr bis. Mal endlich da. Ah, jetzt gerade geht's. Einigermaßen. Bis die Scheiße da mal erscheint. Also bei mir geht das echt flüssig. Das muss was heißen, wenn das bei dir nicht geht. Also na gut, das kann sein. Ja. Behinderte Schwester. Muss ich den ganzen Tag den Kopf kaputt machen mit. Familienbrennpunkt. Nein. Weibliche YouTuberin. Also. Weibliche YouTuber, das ist noch schlimmer eigentlich. Schon auch wieder. So. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich hier 7x7 haben, oder? So. Alter Bricks. Wir haben hier drin 5x5. Was? So. Hier haben wir doppelte Wand. Hier hinter haben wir doppelte Wand. Hier haben wir doppelte. Jetzt sollten wir überall doppelte Wand haben. Ja, ich guck noch einmal im Schnellen nach. Du brauchst einfach bloß von oben abzählen. Zu faul, das stimmt so. Dann. Stimmt. Wenn das Lichtmuster oben auf dem Dach nicht passt, dann muss ja irgendwas falsch sein, ne? Ja, gut. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, also jetzt haben wir überall. Ja, gut. Jetzt darf er noch die Fackeln raus und dann kann man hier hinten mal gucken. Ja, erstmal die Magnum Torch wieder wegnehmen und gucken, ob jetzt immer noch außerhalb was spawnt. Weil wenn ja, müssen wir nächstes Mal nochmal wieder ein bisschen was umbauen.
Weg. Dir ist hoffentlich klar, dass es bis hier ganz runter wächst dann, oder? Ich pack doch schon schnell da rein. Okay, das leckt aber. Ich schreib doch schon nicht straf. Boah, die sollte schon mal nicht geändert werden, ne? Richtig. Aber dann können wir hier oben doch eigentlich rausreißen, oder? Die Dinger wieder? Die brauchen wir denn hier oben nicht. Also wieder rausreißen, ja. Zack. Sache ist bloß, ich hoffe doch, die fallen hier alle genau in der Mitte runter, weil dann sterben sie. Dann haben sie Pech. Würde ich einfach jetzt mal sagen. Nee, erstmal die Magnum Torch weg, oder habt ihr? Ist schon weg. Mal ein kleines Stück weggehen. Hier draußen ist bis jetzt nichts runtergefallen. Ja, komm, fackeln raus. Ich will jetzt. Könnt ihr bitte die Magnum Torch doch nochmal draufstellen? Ach man, ja, ich weiß, dass ich zu spät dran bin. Alter. Ich fang von oben an. Beste Mob vom EU. Ich hoffe unten das Ding ist zu. Nicht, dass wenn wir nächstes Mal hierher kommen, irgendwie überrannt werden oder so. Gut, das war eventuell nicht unbedingt schlau, dass ich von oben anfange. Alter, du guckst doch da. Alter. Ich kann die Fackel nicht wegmachen. Weil ich's kann. Vor allem, du guckst in den Schacht rein und da kommt ein Haufen Monster. Best Mob vom EU. Geh mal weg, Multi. Ja, ich wollte ja nicht mal gucken kurz. Ja, du kannst hier das Fenster reinschlagen. So. Hä? Ich hätte jetzt hier unten ein Glas reingesetzt erstmal. Wollte ich gerade sagen, schmeiß mir nochmal schnell Glas rein. Komm, harten Glas, da haben wir so wenig von. Ach, hast du Clearglass? Willst du Clearglass nehmen? Okay. Ja. Kannst du besser durchgucken. Ja gut, dann mach. Nur eventuell sollte hier das komplett zu sein. Da muss ja eh nachher der Grinder hin. So, Alter! Was da ein Drop liegt? Oh, hi Enderman! Haben wir einen Enderman-Spawn oder drin? Oder ist der so gespawnt? Wir haben die Cursed Earth vergessen. Ne? Nee, die kommt da ja nicht rein. Alter! Warte mal, wir haben hier das andere Importsystem hier, oder? Verdammt! Ja, ich wollte schnell einen Importbus und einen Vakuumhopper dran setzen, aber das Problem ist, können wir nicht machen. Wir haben ja nur das... Du musst eine Kiste dazwischen setzen. Ja, aber wir haben ja das andere hier drinne. Theoretisch kannst du eine Kiste erstmal herholen. Die ist so schnell voll. Yo, die ist instant voll. Das lohnt nicht. Kannst du einfach einen Vakuumhopper hier hinsetzen? Eine Kiste da drin und daran... Theoretisch kannst du hier unten jetzt erstmal eine Flasche Lava reinkippen. Ja, okay, gut, komm, dann lass jetzt aufhören. Wie gesagt, ich bin eine halbe Stunde schon drüber. Und ich habe den anderen nicht Bescheid gesagt. Lava... Warum haben wir kein Lava? Ist egal. Oder? Lass einfach liegen. Ist doch egal. Der Server ist eh gleich aus. Von daher... Machen wir mal. Ich wollte nachher noch irgendwas machen. Backup ziehen... Die Boring... Und die Boring Machine. Ja, läuft ja noch. Gut. Multi ist raus. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Aber irgendwas sollte ich auch noch. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Guckt bei den anderen beiden vorbei, guckt bei mir vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kauf meinen Scheiß. Tschüssi. Und, ciao.